Hallo und grüß euch zurück zur Checkliste von Motorsport Manager. Und das mache ich normalerweise nicht, da noch einen zweiten Teil hinten anhängen, aber in dem Falle ist die Frage ab und zu aufgetaucht, wie schaut es denn aus, wie ist das Rennen ausgegangen, auf welchem Platz bin ich gelandet? Und ja, ich kann die Frage eigentlich nicht beantworten, weil ich es nicht fertig gespielt habe. Und weil ich es noch fertig spielen wollte, habe ich mir gedacht, nehme ich es doch gleich direkt mit auf und wir können uns gemeinsam anschauen, wie es ausgeht. Ich werde es natürlich versuchen, ein bisschen zu kommentieren. Und jetzt muss ich mich kurz orientieren, wo wir waren. Genau hier, der gute Herr, der sollte mal dringend an die Box kommen. Ich glaube, dem... Theoretisch könnte man da versuchen, unter zweimal zu fahren mit etwas schnelleren Reifen, 6 bis 8 Runden. Dann ist aber die Frage, wollen wir da nochmal voll tanken oder fahren wir ein bisschen konservativer? Ich glaube, wir fahren bei ihm jetzt einfach wirklich nochmal Vollgas, schauen, was wir noch rausholen können. Er muss dann eh nochmal an die Box, so oder so. Dann tankt man vielleicht doch ein bisschen weniger, zumindest eine Runde weniger. Geht das eigentlich so auch? Irgendwie hätte ich gerne Rundezahl. Nicht wirklich, dann machen wir es mal so. Theoretisch könnte man auch gleich reparieren. Na, da warten wir auf den nächsten Stopp, ob wir es brauchen. 10 Sekunden, das ist okay. Und wie schaut es denn hier aus? Da sind wir auf Platz 12. Relativ viel Abstand nach vorne und hinten. Wie sind die Gegner so unterwegs? Teilweise eher im Sparmodus. Schauen wir einfach, dass wir die... Oh, ein Fehler beim Tanken ist da passiert. Hat es ein bisschen länger gedauert, ärgerlich. Machen wir es mal so neutral und Spritverbrauch dafür hoch. So, hier jetzt in dem Fall ist die Frage, wollen wir es ein bisschen rauszögern? Weil jetzt sind wir bei 4, irgendwas Runden oder wollen wir lieber Gas geben? Ich wäre fast für Gas geben, oder? Schauen wir mal. Ich glaube, die Reifen können wir auch noch ein bisschen aufheizen. Jetzt haben wir noch mit einer 12. Runde, das heißt die 12. müssen wir noch fahren, 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 2, 3, 4, 5, 14 Runden. Ja, weil ich hätte dann schon gern das Ganze mit einem Tank noch fertig gefahren. Ja, gehen wir einfach mal richtig Gas, würde ich sagen. Da schonen wir die Reifen halbwegs, aber fahren dafür mit vollem Benzinverbrauch. Wie schaut's aus bei den anderen? Müssen die stoppen oder nicht? Ah, da kommen wir sogar ein bisschen nach vor. Ja, die sind vom Reifenverbrauch her etwa gleich wie wir. Da müssen so ziemlich alle mal mindestens noch einmal an die Box. Haben wir sogar auf 10 vorgekämpft. Sehr schön. Ich muss nur aufpassen, dass wir nicht noch eine Runde weniger haben. Da kämpft sich jemand zurück. Gehen wir auf hohen Verbrauch und dann schauen wir, dass wir das genau ausrichten mit der Überfahrt über die Start-Ziellinie. Sind ein paar in der Box, aber ich glaube, die kommen rechtzeitig wieder raus. Könnte der letzte Stopp für die sein, wenn sie halbwegs vorsichtig fahren. So, jetzt haben wir 2,15 Runden. Dann gehen wir auf Mittel und schauen, dass wir die 2 Runden noch fahren. Die hinter uns haben den gleichen Verbrauch eingestellt. Das ist eh gut. Müssen wir nur aufpassen, dass die Reifen noch durchhalten, die 2 Runden. Wie schaut es hier aus?
ich würde sagen, da fahren wir einfach und schauen, was rauskommt. Können wir ein bisschen experimentieren. Weil ich gerade zweifle, ob die Reifen hier eine gute Idee waren. Ich glaube, da hat man einen Bonus auf die Weichen. Allerdings offensichtlich, die hinten haben alle dasselbe vor wie wir. Ja, jetzt ist die Aufhängung langsam beleidigt. Die müssen wir unter Umständen reparieren. So, dann wird das jetzt die letzte Runde. Und dann gehen wir an die Box. Und dann schauen wir, ob wir da unter einmal durchkommen. Ich plane es lieber ein bisschen später, dass auch wirklich voll getankt wird. Wobei, ich glaube, das sollte... Na, ich plane es lieber später. Nicht, dass da irgendwas schief geht. Ah, hat uns voll ausgebremst. Den hätten wir fast noch erwischt. So, schauen wir. Hofft, das ist verständlich, was ich da will. Das riskieren wir mal, ohne Reparatur. Genau, eine Runde, geht sich das schön aus, kann man eventuell sogar am Schluss raus nochmal ein bisschen Gas geben. Ich möchte jetzt nicht, dass mir da der Treibstoff ausgeht, von dem her beherrsche ich mich da mal. Vor allem Überholmanöver bringen uns jetzt sowieso nichts mehr, wenn wir eher in die Box fahren. Und ich glaube nicht, dass da mit uns jemand an die Box fährt. Naja, die hinter uns eventuell. Von dem her wäre es gut, wenn wir vor denen reinkommen. Sogar noch jemand überholt. Okay, dann nehmen wir mal mittel und aggressiv, um die Reifen ein bisschen aufzuheizen. Ja, tatsächlich, die hinter uns sind auch an der Box. Schauen wir, wer da als erstes rauskommt. So wie es ausschaut, hat uns einer überholt. Aber das geht noch. Gut, jetzt machen wir 13. Und ich würde gerne jetzt durchfahren. Wir sind in der 16. Runde. Das heißt, es sollten jetzt noch genau 10 Runden sein. Also kann man immer, wenn wir über die Ziellinie fahren, schauen, ob wir da zu viel oder zu wenig haben. So, noch 2 Runden. Gehen wir mal auf Mitte. Ja, wobei, das ist eh die letzte. Da müssen wir sowieso Reifen wechseln. Ja, ich glaube, da sollte man nicht noch eine Runde fahren. So, 6 bis 8 Runden auf den Reifen. Der hat dann noch 18. Noch 8 Runden. Das könnte mit denen ein bisschen knapp werden. So, reparieren das vorsichtshalber und dann fahren wir einfach risikofrei durch. So, jetzt müssen wir schauen, eben 9 Runden Treibstoff noch. Ja, sollte sich eigentlich genau ausgehen, wenn wir so weiterfahren. Wisst ihr was? Ich lasse den jetzt aggressiver fahren. Bleiben wir vielleicht so, aber mit mehr Treibstoff. Hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich was mir schon mal passiert ist, und das hat mich super geärgert, ist, er hängt so weit hinten zurück, dass er im Endeffekt dann alle anderen aufhält. Und irgendwie hat scheinbar die Dame einfach Probleme, wenn es da vor ihr viel Verkehr hat. Und er hat dann im Endeffekt alle aufgehalten. So, im Prinzip müssen wir nur schauen, dass wir unsere Reifen weniger verschleißen, wie die vor und hinter uns. Großartig.
Also reifenneutral, Spritverbrauch, Vollgas. Wir sollen auch ab und zu vorbeischauen. So, gerade nochmal kurz abzählen. Nicht, dass ich es wieder falsch mache. Jetzt haben wir 18. Runde. Ja, sind noch 8. Das müsste schon passen. Gut, jetzt müssen wir nur noch irgendwie die da alle auf Abstand halten. 20% haben jetzt der Reifen verbraucht. In 2 Runden. 10% pro Runde gehen momentan runter ungefähr. Das heißt, noch 80% können wir uns dann nicht leisten. Früher oder später müssen wir die ein bisschen schonen. Vielleicht eh jetzt, wo wir keine riskanten Manöver fahren müssen. Die hinter uns schonen sie auch gerade, von dem her passt das eigentlich. Ja, und er soll einfach schauen, dass er da möglichst nicht im Weg ist, sage ich jetzt mal ganz böse. Jetzt haben wir ein bisschen Treibstoffüberschuss sogar. Hat uns da wer jemand überholt? Nein, ich glaube nicht. Sonst wäre da eine Anzeige eine passende. Ein bisschen Treibstoffüberschuss könnten wir nutzen, um etwas davon zu kommen. Wobei, das sollte man eher auf den Geraden, glaube ich, einsetzen. Ja gut, das hilft ja auch für Beschleunigung. Gehen wir einfach mal auf hoch und schauen, dass wir hier vielleicht den ein bisschen abhalten können. Und sobald wir da auf 6 Runden sind, bremse ich wieder ein bisschen. Okay. Da haben wir alle vorbeilassen. Ich stelle mal vor, sie ist aber ein Teamkollege durchlassen. Ich glaube zwar, die blaue Flagge sorgt da sowieso dafür. Oder mir passt das wirklich nicht, wenn er alle aufhält. Wir könnten natürlich ihn auch ganz fies einfach nochmal an die Box schicken in der nächsten Runde. Damit wir sicher sind, dass hier alle durch können. Ich weiß, es ist ein bisschen gemein, aber der hat echt alle schon mal aufgehalten. Oder nicht alle, sondern nur meine Fahrerin. Jetzt sind wir gerade überholt worden. Ah, nein, da ist jemand an die Box. Ist das zu gemein oder können wir das machen? Ich weiß, es ist ein bisschen fies, aber er ist sowieso letzter. Da schaue ich lieber, dass er halbwegs lang in der Box ist. ...30 Sekunden. Das sollte genügen, hoffentlich. Dafür können wir jetzt noch richtig aggressiv fahren. So, 5,5 Runden. Schauen wir, dass wir uns die noch mal ein bisschen vom Hals halten. Ja, es gibt langsam das Getriebe ein bisschen auf. Eben, das habe ich in der Checkliste schon gesagt. Ich habe mich mit dem Teilen total verbaut. Da hätte ich definitiv müssen ganz, ganz andere Teile im Endeffekt bauen. Um ja eben sowas zu verhindern, dass ich da welche habe, die fast kaputt gehen und nicht mal ein Rennen durchhalten. So, ich behaupte einfach mal, bei ihm haben wir jetzt den Vorteil,
dass er garantiert durchkommt und mindestens mal einen Punkt erhält. Dann wollte ich auch ein bisschen angreifen. So, jetzt ist die Frage, wie lang hält man das dann noch aus? Vor allem halten es die Reifen aus. Wir müssen noch 3 Runden dann fahren. Ich möchte eigentlich nicht konservativ fahren. Jetzt habe ich es eigentlich fast zu lang hier auf hoch gelassen. Er fährt in die Box, das ist gut. Haben wir einen weniger, der uns im Nacken hängt. 3,06, ja, ist mehr oder weniger perfekt. Jetzt ist die Frage, fährt noch wer in die Box? Oh, da ist jemand ausgeschieden. Hier könnte es knapp werden, also ich gehe jetzt nur auf die Reifen. Klar, das sagt nicht viel, aber schlechte Reifen ist schon mal nicht gut. Und tendenziell haben die natürlich auch etwas weniger Treibstoff. Und der eine oder andere vor uns fährt auch sehr aggressiv. So, jetzt haben wir gleich einen Platz gut gemacht, einfach durchs Ausscheiden. So, jetzt einfach keinen Fehler machen. Das wäre jetzt noch wertvoll. Und die Reifen. Die Reifen. Die müssen noch halten. Noch 2 Runden. Ja, jetzt spielen wir ein bisschen auf Risiko, weil hier haben wir auch Teile, die fast fertig sind. Unsere Reifen sind ziemlich am Ende. Der hinter uns hat noch gute Reifen. Der direkt hinter uns auf der 13. Aber allen anderen geht es auch nicht viel besser. Die müssen zum Teil auch schon schonen. So, dann gleich mal die letzte Runde. Mal schauen, wie viel Treibstoff wir noch haben. Ich nehme mal an, vom Treibstoff her können sich die anderen auch nicht leisten, da nochmal richtig Gas zu geben. So, 0,2 Runden haben wir extra. Also können wir noch mal ein bisschen. Oh, wir schließen sogar da auf den 11. auf. Mal hoffentlich kommen wir vorbei. Jawohl. Juhu. Haha. Ich glaube, es könnte sein, dass denen auch wieder der Treibstoff ausgegangen ist. Wie gesagt, das hatte ich schon mal. Seht ihr, wie langsam die fahren? Ich glaube, das hatte ich schon mal eben, dass die KI sich mit dem Treibstoff verschätzt. Und der wirklich der Treibstoff ausgeht. So, Reifen sind am Ende. Da überholt uns noch einer. So, jetzt nochmal alles rausholen. Ja, 10. Super Ergebnis. Wie gesagt, die KI hat gepatzt, aber trotzdem gut. Hätte die KI nicht gepatzt, glaube ich, hätte ich mein Ziel, sprich die 16, auch noch erreicht. Bin sehr zufrieden. Auto hat gehalten. Ja, nicht mal im roten Bereich. Zum Glück. Reifen haben es gerade und gerade ausgehalten. Sehr schön. Gut, dann haben wir das auch sauber abgeschlossen, sozusagen. Die Checkliste plus auf 10. und 19. Platz. Bestens. So, Strategie können wir uns noch anschauen. Ja, wir haben wirklich nur zweimal gestoppt, das da richtig noch rausgezogen. Ein paar andere
haben dreimal gestoppt, eigentlich alle hinter uns. Haben das relativ ähnlich gemacht, oder? Im Prinzip er. Die haben alle ungefähr gleich gestoppt wie wir. Von dem nehme ich mal an, war das jetzt nicht die schlechteste Idee. Manche sind einmal mehr rein. Wie zum Beispiel der Platz 11. Und ich glaube eben, dass denen hier, die in der 11. Die 11 Runden da gefahren sind, genau, denen ist im Prinzip der Treibstoff ausgegangen. Das heißt, die 4 haben wir sozusagen kostenlos noch überholt. Ja, macht Sinn. Weil man hat ja nur für 10 Runden Tank. Man, klar, sie können Sparmodus fahren, aber ja, so gesehen wären wir mindestens, denke ich, 14. geworden. Und da bin ich auch zufrieden. Und sowas halt ein bisschen geschenkt. So, jetzt hoffen wir noch, dass wir kein Problem im Fahrzeug haben. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist da jemand disqualifiziert worden? Zurückversetzt. Ah, haben wir nochmal einen Platz bekommen. Hier für einen William. Und entsprechend sollte man eigentlich auch da etwas aufgerückt sein. Ja, nicht nach vorgekommen, aber zumindest etwas Abstand gewonnen. Und wenn sich jemand an die Checkliste erinnert, unser Ziel ist ja Platz 10. Von dem her, das schaffe ich sowieso. Aber eine Steigerung war definitiv da. Und entsprechend bin ich happy. Werde ich, glaube ich, doch vielleicht die Saison noch fertig spielen. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, dass wir hier auch mal die Checkliste ein bisschen weiter gespielt haben. Da sehen wir noch ein paar Dinge, die wir in der Checkliste auch nicht gesehen haben. Die Verbesserung der Fahrer. Seine Moral ist mal wieder gestiegen. Ich nehme mal an, weil er nicht Letzter geworden ist. Sehr gut. Die Ines ist sowieso super motiviert. Und schließt langsam auch so ein paar Lücken. Das einzige Kurvenverhalten ist wirklich noch schlecht. Aber da hat sie auch wieder 0,87% zugelegt und ja, Marktfähigkeit gestiegen und sogar die Vorsitzenden oder der Vorsitzende ist mehr als zufrieden. Geld hat es auch gegeben. Kann ich wieder neue Teile bauen. Super, dann wünsche ich jetzt in dem Fall nicht bis zum nächsten Mal, weil es mit Motorsport Manager weitergeht, aber bis zum nächsten Video. Also, alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.